kleiner Lichtblick für den Tag. Sabbat, 26. Oktober. Der Text für den heutigen Tag steht in Philipper 3, die Verse 12 bis 13, nach der Hoffnung für alle. Dabei ist mir, Paulus, klar, dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Jesus Christus gehöre. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Aber eins steht fest, ich will alles vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Alles vergessen? Wie soll das gehen? Ich befand mich im Foyer des Gottesdienstsaales. Jemand sagte mir etwas Unangenehmes, und ich ärgerte mich darüber. Ich ging in den Saal und setzte mich in die erste Reihe, denn ich sollte gleich die Predigt halten. Ich betete: Lieber Gott, ich soll jetzt dein Wort verkündigen, aber das möchte ich nicht mit Ärger im Bauch tun. Nimm mir bitte dieses Gefühl weg. Kaum hatte ich diesen Satz ausgesprochen, wurde mein Gebet erhört. Heute weiß ich nicht mehr, wer und was der Auslöser meiner Reaktion war. Bei anderen Erfahrungen gelingt das Vergessen nicht. Insbesondere wenn es um widerfahrenes Unrecht geht, möchten viele, dass Gott die Erinnerung ausradiert. Um Gedächtnisschwund bitten? Das kann doch nicht ernst gemeint sein. Wahrscheinlich bleibt mir lange gegenwärtig, was vorgefallen ist oder wer mich beispielsweise beleidigt hat, aber ich rechne es ihm nicht auf irgendeinem Schuldkonto an, weil es längst bereinigt wurde. Vergessen ist es nicht, was entgegen landläufiger Meinung in der Bibel auch gar nicht gefordert wird. Aber vergeben, das reicht aus. Vor allem, und darauf bezog sich der Apostel Paulus in unserem Andachtswort, soll meine ganze Lebensorientierung nach vorne ausgerichtet sein. Der Zusammenhang der ausgewählten Bibeltexte macht deutlich, dass es damals Christen gab, die sich ihrer besonderen Fortschritte in der Heiligung rühmten. Paulus tat das nicht. Betreibe nicht jeden Tag geistliche Nabelschau. Vergiss es, sagt man zu verschiedenen Gelegenheiten im Volksmund. Das heißt, kümmere dich nicht mehr darum. Deine Selbsteinschätzung kann je nach Stimmung sehr schwanken. Lebe mit Christus Tag um Tag und überlasse ihm die letzte Bewertung. Sie wird ehrlich, aber auch barmherzig ausfallen. Was dir gestern geh- oder misslungen ist, braucht dein Leben heute nicht zu bestimmen, aber dein Streben nach dem von Gott vorgegebenen Ziel sollte es sein. Josef Butcher.